Aber das muss ich euch gleich erzählen. Medizin nach Noten, das war so geil. Das war so geil. Ich schäme mich. Ich gestehe. Hey, ich hab was. Danke. Diesen sibirischen Berghoden. Reiß dich. Das Köpfchen. Meins auch. Rettung, ja! Oh, doch, 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 doch. Headshot sogar. Granate! Ja, sieht gut aus, oder? Sieht gut aus. Wirklich? Ja, wenn es da steht, wird es schon stimmen. Moin Moin, Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, meine geliebten Zuschauer. Und weiter geht's mit der Typ 2A auf Iwo Jima. Team Deathmatch. Mal sehen, was wir heute matchen. Oder jetzt, besser gesagt. Heute wird ja schon gematcht die ganze Zeit. Da geht's schon ab, die Post. Ja, Medizin. Junger Held. Wir haben den ersten feindlichen Soldaten eliminiert. Wir liegen in Führung. Ja. Erzähl ruhig weiter, Alter. Habe ich geträumt oder was? Mann, sie überfluten uns hier hinten. Ich stürme, ich nehme den Berg von der Seite. Wo schieße ich denn wieder hin? So, den habe ich schön den Schädel rasiert. Oh, Kumpel, Kumpel. Sorry. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Mann, was rennen die mir alle in die Kugeln, Mann? Meine Leute, Medizin. Medizin nach Noten. Das kennt ihr eigentlich. Das kennt ihr gar nicht mehr. Das kennt. Aber das muss ich euch gleich erzählen. Medizin nach Noten, das war so geil. Das war so geil. Das war, ich weiß gar nicht mehr, wann das kam. Es kam, und wie oft, ich glaube, eins, zweimal die Woche im DDR-Fernsehen war, ja, gemeinschaftliches Sporttreiben. Da wurden Matten ausgelegt in irgendeiner Turnhalle. Das Ganze wurde dann live, oder live, weiß ich gar nicht, im Fernsehen übertragen und alle kasperten sich dort den Wolf. Vorne gab es einen Vorturner und alle machten es nach. Und weil ich ja sportlich, schon immer sportlich war, habe ich das zu Hause dann auch ab und zu gemacht. Ich schäme mich. Ich gestehe, man gibt es nicht gern zu, aber ja, doch, doch, ich habe es auch ab und zu mitgemacht. Man wollte ja schließlich gesund und fit bleiben. Ey. Mr. Rainman, Junge, er tropfte förmlich von der Decke. In unserer Höhle, was für ein Gekröle. Mann, er war doch schon fast tot. Ich kann, ist eine Granate in die falsche Richtung geschmissen. Rettung vom Feinsten. Hey, ich hab was. Danke. Ich hab erst 3 Kills gemacht. Was ist da los, Alter? Reiß dich mal zusammen hier und hör auf, irgendwas von Medizin nach Norden zu faseln. Ey, Junge, das war mit der letzten Kugel aber. Mit der letzten Kugel habe ich ihm noch den Sack abgeschossen. Diesen sibirischen Berghoden. Schade, kein Kill. Nichts. Munition kann ich noch nicht nehmen. Aber ich habe ja noch 200 Schuss. Alter, was soll das? Aber ich bin gierig. Ich will immer mehr. Mehr Munition, mehr Kills. Mehr von allen. Ja, Japanisch, Alter, ich verstehe kein Wort.
So, warte. Hab dich doch gesehen. Nicke Nixon, Junge. Der Einzige, der an meinem Team ist. Er ist noch zu mir gekommen. Ich war bis vor kurzem noch Mutterseelen allein. Musste hier durch die Gänge krauchen. Ja, ich habe aber so getan, als würde ich mitschießen. Als wäre ich am Kampf interessiert. So, Rettung naht. Gasmasken-Fan. Yep. Oh. Da hinten quillen sie durch die Tunnel. Mein Trupp war komplett ausgelöscht. Nicke Nixon und ich. Beide im Arsch. Junge, reiß dich. Da schießt ja ein neues Loch in den Felsen. Mann, da habe ich nicht zufällig mal einen getroffen. Bei meiner wilden Ballerei muss ich doch zufällig auch mal einen umbringen. Eine Granate raus. Ich renne. Ich dachte schon, ich renne meine eigene Granate rein, aber. Ne, hier hinten wird geschossen. Irgendwo. Junge, reißt euch doch mal zusammen. So kann kein Mensch arbeiten. Ich sehe doch nichts. Stürmt, meine Kameraden. Kommt, wir erobern das Ding im Sturm. Im Alleingang. Wir drei. Wir zwei lustigen drei. Oh. Na gut, dass ich Mediziner bin. Der hat sich aufgegeben. Ich hab dich doch schon als Gefahrenquelle markiert. Ui! Das Köpfchen! Meins auch? Junge, da flog der halbe Berg in die Luft. So, komm. Meine Kameraden nicht im Stich lassen. Yep. Mann, wieso? Schieß ja das ganze Magazin da. Ich bin der Einzige, der tot ist. Dann wenigstens mal wieder einen über den Haufen geschossen. Und ich rede mit mir selbst und verstehe mich nicht mal. Selbstgespräche waren noch nie gesund für mich. Weil ich sie immer in einer Sprache halte, die ich nicht kenne. TPPCCM habe ich noch über den Haufen geschossen. Wie kann man sich so einen beschissenen Namen geben, Alter? Was soll das bedeuten? So, Turbo rein, Turbo rein. Granate raus, Granate raus. Rettung naht. So, ein Arsch gerettet. So, hier liegt auch noch einer. Hier wird nicht rum. Rettung. War schon immer mein Tod. Ah, aber es revanchiert sich ein Kamerad. Vom Feinsten. Danke. So, Leute, wartet hier. Ich bin clever. Ich bin clever. Ich renne hinten lang. Ihr könnt euch ja hier vorne die Schädel einschießen lassen. Oh, hier liegen sie schon rum. Also, ich werde erwartet. Man wird erwartet. Mann, sehe nichts. Sehr gut, sehr gut. Bist mein Vorbild. Oh Mann, wieso ist der nicht umgefallen? Danke für den Versuch. Versuch macht klug. Hier, meine Hand. Ich strecke meine Hand aus. Nach Hilfe und bedanke mich 10.000 Mal. Und brenne dafür. Feind getroffen. Was für eine wilde Fahrt. Die Hälfte ihrer Leute ist gefallen. Weiter vorrücken. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe gerade bei dieser wilden Stürmerei irgendwie nicht mehr durchgeblickt. War mir zu viel. Konnte Freund von Feind nicht mehr unterscheiden. Rechts wird geschossen. Da will ich mitmischen. Dankeschön und auf Wiedersehen.
Granate raus. So, jetzt nachladen. Weil bei meinem Munitionsverbrauch pro Feind, pro Gegner, brauche ich schon ein volles Magazin. Ja. So, immer schön zucken. So könnte es weitergehen. Ja, muss schön durch die Gänge rennen. Rang 7. Da haben wir ja auch nochmal mehr Glück als Verstand gehabt. Wo bin ich hier eigentlich? Ach da, okay. So, Munition, Medizin. Ja, Junge, mach ihm Feuer in den Arsch. Aber lass mich in Ruhe. Da! Uiuiui. Nur gut, dass er mit seinem Flammenwerfer da war. Man sieht keine Gegner, wo sind die denn? Jungs, habt ihr welche gesehen? Man hört es schreien und krölen und schießen, aber ich sehe... Da! Spawnen die hier oder was ist da los? Beliebter Treffpunkt. Komm, Junge. Micke Nixon. Wir sind immer noch zu zweit bei uns. Zu uns will keiner. Siehst du das, meiner? Das ist doch scheiße. Rettung, Yara! Ich lebe wieder! Ich bin im Höllenmeer entkommen. Ich gebe dir Deckung mit Qualm und rette einen. Komm, schieß einfach mal blind in die Pampa. Vielleicht triffst du ja zufällig einen. Aber man will ja nichts dem Zufall überlassen. Ich kann bald Japanisch, Junge, wenn ich hier das Spiel durchgespielt habe. Durchgespielt. Ich habe einen Shooter durchgespielt. Am besten hat mir die unendliche Kampagne gefallen. Na, endlich! Medizin. Oh, hier geht's schon wieder ab. Sie kommen wieder von hier hinten, Jungs. Da! Eieieiei. Ah, dafür ist es immer gut, ein volles Magazin zu haben. Das sage ich doch. Ein Magazin kann... Scheiße! Mann! Ja. Wo ist der Gegner? Nicht, dass ich ihn treffen würde, aber... Oh, doch. Headshot sogar. Granate! Komm durch, komm. Zeig dich. Ich höre dich doch. Ich konnte er nicht sehen, Alter. Am Arsch der Welt wird gespawnt. Der Feind verhöhnt uns. Nee, eigentlich nicht. Wir führen ja extrem, ey, sind wir gut. Wir sind so gut, Jungs. Wir können es kaum glauben. Da. Wieder ein Abschuss auf unserer Liste zu verzeichnen. Ja, sieht gut aus, oder? Sieht gut aus. Der hat mich noch weggeholt. Also ich bin der japanischen Sprache langsam mächtig. Sieht gut aus, hä? Heißt, sieht gut aus, hä? Sind Juna aus, oder? Dann kann man... Das habe ich nicht verstanden. Das muss ich mir noch üben. So, komm, hier. Dopo rein.
Menschenskind, oh nein! Dopo aktiviert. Und wenn du Glück hast, 21 Kills, 15 Tote. Ist okay, aber ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich 21 Kills gemacht habe. Wirklich? Ja, wenn es da steht, wird es schon stimmen. Schade. Na gut, bis dahin, Jungs und Mädels und überhaupt. Wir sehen uns. Tschüssi.